Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing meinerseits. Wir haben hier das iPad Pro und das iPhone SE. Die sind heute bei uns angekommen von Apple. Wir müssen die natürlich sofort für euch auspacken und den Test so schnell es geht nachwerfen. Aber gucken wir erstmal, was in den Dingern drin ist. Im iPad Pro gibt es eine neue Größe, 9,7 Zoll. Hier haben wir die 256 GB Variante mit Wi-Fi und der Apple SIM. Das erkennt ihr hier an diesem kleinen Zeichen. Also das komplette Paket. Und machen wir noch gleich hier das iPhone. Das iPhone C oder iPhone SE, diesmal in der kleinen Variante, so eine kleine Mischung aus dem iPhone 5 und dem iPhone 6 bzw. 6S. Das Design ähnelt sich hier massiv, aber dazu kommen wir dann gleich nochmal. Packen wir das hier erstmal so ein bisschen hier oben hin und wir packen das iPad Pro aus. Das werde ich übrigens testen, weil ich ja durch Vainglory und diverse andere Dinge momentan so im Tablet-Fieber bin. Und das iPhone SE bekommt dann der Alex. Wie immer bei Apple sehr wenig in der Verpackung. Wir haben ja einmal ein bisschen Erklärungspapier, Garantiegedöns, schätze ich mal. Jetzt will das hier nicht raus, ich will aber nichts kaputt machen. So, genau, ein bisschen Erklärung, was das alles kann. Hier noch die lustige SIM, der SIM-Nupsi und das war's auch schon. Das Netzteil mit einem Output von, schauen wir mal, 2,1 Ampere. Das ist ordentlich, kann man auch fürs iPhone nutzen. Kleiner Tipp, dann lädt das ein bisschen schneller. Und hier natürlich das Lightning-Kabel. Mehr gibt es, Tatsache, wie immer, nicht. So viel Verpackung für so wenig Gerät. Bisschen komisch auch schon, ne? So, dann hier die beste Stelle, wie immer. Ich finde das immer sehr befriedigend, wenn das so rutscht und knirscht. Ja. Weg damit. So, das ist es. Eine relativ angenehme Passform. Es ist ein bisschen groß für meinen Geschmack. Ich mag es ja eher so in der 6-Zoll-Variante, 7-Zoll. Aber vielleicht ist das Gerät ja ordentlich. Schauen wir mal. So, das kommt dazu natürlich. Und das iPhone SE sieht ein bisschen aus wie... Ja, okay. Es erinnert mich ein kleines bisschen an das iPhone 6. Das haben wir hier. Aber irgendwie auch an das iPhone 5. Vor allem was die Rückseite angeht. Bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. So, machen wir auf. Das war jetzt nicht so schön. Hinten vielleicht. Naja, mittelgut. Aber nett. Ich bin gespannt. Es wirkt ein bisschen dicker. Aber vielleicht ist die Akkulaufzeit auch entsprechend gut. Das wäre natürlich schön. Apple und Akkulaufzeit ist ja bisher immer so ein Thema gewesen. Wenn man nicht gerade ein iPhone 6S Plus oder 6 Plus genommen hat. Hier wieder ein bisschen Erklärung, Garantiegedöns und der Apple SIM Nupsi hier. Und wie immer die Kopfhörer, die sich nicht verändert haben seit diversen Jahren. Das Netzteil mit einem Output von 1 Ampere. Und wie immer ein relativ großes Lightning-Kabel. Das ist also das iPhone SE. Packen wir mal direkt wieder ein, denn das kriegt ja der Alex. Wenn ihr Fragen zu den Geräten habt, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein. Wir werden dann versuchen, auch im Test nochmal auf diverse Themen einzugehen. Außerdem folgt heute noch ein kleiner Livestream, wenn ihr die in Zukunft nicht verpassen wollt, solltet ihr ein Abo dalassen, dann kriegt ihr auch eine Information, wenn wir live online gehen. Wir werden dazu dann ein paar Fragen beantworten, also erste Eindrücke vom iPad Pro in der kleinen 9,7 Zoll Variante und vom iPhone SE hier in der 4 Zoll Variante. Übrigens, falls ihr das noch nicht wisst, mit Sicherheit wisst ihr es, aber falls ihr es noch nicht wisst, das Ding hier ist so stark wie ein iPhone 6S mit dem A9 Prozessor. Also geile Leistung in einem kleinen Gerät. Danach haben sich ja bisher alle oder sehr viele gesehnt. Ich bin gespannt. Wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, unten in die Kommentare schreiben. Das Bild hier mal ein bisschen sauberer. Und wir werden jetzt testen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.